Was geht ab, Leute? Nerdolet Games hier und willkommen zurück zu Need for Speed. Speedway-Spiel. Gewinne die Rennen gegen Spike. Wir versuchen nur möglichst nah ranzukommen. Vielleicht sehen wir dann, wie er es gemacht hat. Eins ist sicher, ich nehme das zurück, was ich sagen wollte. Es wird schwer. Es wird wahnsinnig schwer. Ich muss aufhören zu driften. Ich weiß, das Ding will quer stehen. Das riecht danach. Kannst du mir aber hier nicht leisten. Ja, der fängt ja automatisch an zu driften. Ja, ich weiß nicht, ob ich bei Zeitrennen nicht vielleicht mehr auf Grip setzen soll. Und nur leicht drift, weil irgendwann fängt der an zu driften. Und dann ist vorbei. Da gibt es nämlich keine Geschwindigkeit. Einfach ignorieren, das ist Wahnsinn. Wer zum Bunker? Das kann nur einen Grund haben. Genau, wir treffen uns dann da, Mann. Pronto. Der hat zu viel Leistung. Oh, fuck! Ziemlich abgeräumt, aber ganz spaßig. Wird euch gefallen. Schon wieder, du dämliches Scheißding. Oh, der Verkehr hat mich jetzt richtig, richtig heftig fertig gemacht. Der Verkehr ist gut, ein Auto. Ich kann es nicht glauben, ey. Ey, ich war so weit vorne, das kann ich jetzt vergessen. Wir müssen das nochmal neu starten. Naja, weit vorne war ich nicht, aber ich war halt vorne. Problem ist halt nur, der hat Leistung. Aber ich würde das als realistisch bezeichnen. Der GT86 ist wirklich obenrum nicht so schnell. Hey, lauf hier nicht zu ernst. Wir versuchen nur möglichst nah ranzukommen. Vielleicht sehen wir dann, wie er es gemacht hat. Schön, dass wir aus einer Kurve herausstarten. Das ist ziemlich cool. Ja, wo er Grip hat, gehe ich voll in die Kurve. Gibt es hier keinen Windschatten eigentlich? Ja, dreh den Typen. Ah, der ist aber schneller wieder gerade, als ich gucken kann. Boah, für die nächsten Kontrollpunkte mal vorne bleiben. Wäre das nicht geil? Und ein bisschen Nitro. Das schön herausbeschleunigen können. Der ist gecrashed, was ein Idiot. Das nutzen wir eiskalt aus und ziehen ab. What? Wieso ist denn der auf einmal neben mir, wenn er da gerade gecrashed hat? Wow. Das ist ein Drecks-Cheater-Scheiß. Boah, kein Mensch. Toll. Crasht hinten und taucht auf einmal neben mir wieder auf. So nach dem Motto, hey, das Spiel hat einen Fehler gemacht, cheaten wir uns den Weg wieder nach vorne. Aber wenn ich mal hängen bleibe, ne? Dich kriegen wir schon hin. Mach dich fertig. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich fahre mit Fahrhilfen. Ja, toll. Ne, ich kriege ihn unmöglich eingeholt. Ich fahre das Rennen zu Ende, aber... Ne. Mit 137 querstehen, warum nicht? Ah, da hinten sehe ich ihn schon. Bergab ist geil.
Oh, wieder hier dicht macht, ey. Unglaublich. Aber CPU fällt eigentlich nur Ideallinie. Was war denn das jetzt, bitteschön? Ich habe noch nicht mal eingelenkt. Wow, ein Checkpoint noch. Verpiss dich! Okay, zwei Checkpoints noch. Ich hab gelogen! Oh mein Gott! Ja! Eindeutig gewonnen. Oh mein Gott, ey. 5 Sekunden. Und ich wollte vor ihm bleiben. Wow, das ging gerade nochmal so gut. Alter. Nicht schlecht, nicht schlecht. Wirklich gut. Aber ich will jetzt zurück zur Garage, auf jeden Fall. Nicht die Nachrichten. Auf zur Garage, vielleicht können wir irgendwas upgraden. Ich muss das Auto schneller machen. Ich verkacke sonst in jedem Event. Ja, das dürfte die Garage sein. Garage? Garage? Nicht Profil ansehen, nein. Oder warst du die Garage? Nein, verrückte Tour. Volltreffer. Teleport. Denn irgendwas werden wir auf jeden Fall noch upgraden können. Weiß gar nicht, was ich upgraden werde. Ich brauche auf jeden Fall richtig, richtig was unter die Haube. Ansaugbrücke. Ja, geht klar. Ach, ich muss 300, jetzt gesagt 350 PS, damit ich überhaupt eine Chance habe. Fuck. Ja, hier können wir die Leistung schon immens steigern. Das ist geil. Und wir haben immer noch richtig, richtig Speed. Hier, oh, 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 Motoraufladung, 4.900, 5.000. Moment, das ist aber ein heftiger Unterschied. Kompressor oder Turbolader? Schauen wir mal. Bei dem Turbolader 467 mehr PS. Und bei dem Kompressor kostet mehr, aber weniger. Das checke ich irgendwie nicht ganz. Aber da sehen wir. Ja, ich sehe da den Unterschied, eindeutig. So, der Turbolader, der sorgt vielleicht am Anfang für Speed. Aber hier auch von 0 auf 160 zum Beispiel sind wir schneller. Ich meine, das ist nur wirklich wenig eigentlich, aber... Puh, ich weiß nicht. Das sind Tausendstel, wenn überhaupt. Ich finde das erstmal wichtig, von 0 auf 100 zu kommen, auf jeden Fall. Machen wir das Turbolader rein, fertig. Obwohl ich immer so am Heulen bin, oh, oben geht den Booster aus. Scheißegal. Ja, hier geht auch auf jeden Fall was. Der braucht 9 Sekunden, ey, das ist viel von 0 auf 160. Na, ich habe die ganze Scheiße eh noch nicht, also brauchen wir gar nicht gucken. Die Nockenwelle ist auch sehr wichtiges Teil. 355. Na, da geht schon was, ne? Nehmen wir. 363 PS. Zylinderkopf. Ja, warum nicht? Oh, wir haben jetzt so viel Kohle, die können wir jetzt mal rausballern, ey. Das Auto machen wir richtig schnell. Keinen anderen Auspuffkrümmer vorhanden, nehmen wir den. Boah, Steigerung auf 407 PS. Oh, den kann ich mir gerade noch so leisten. Ja, das muss schon der teure sein.
Boom, noch 5 in der Kasse. Aber das Ding müsste jetzt richtig abgehen. Schauen wir mal, ich will das Ding hören. Früher meine ich, in Need for Speed Underground hat sich der Sound auch des Autos verändert, je nachdem, was für einen Motor wir da eingebaut haben. Aber ich glaube, das war nicht so komplex wie in dem Spiel. Ich weiß es nicht mehr, ist ewig her. Oh, das Ding muss so abgehen. Ja, und dieses ah, herrlich. Wirklich geil. Ja, ja, ruf mich zurück, whatever. Oh, ich will direkt ins nächste Rennen einsteigen. Oh ja, was Optik angeht, muss ich sagen, ich bin nicht so der Typ, der auf viel Firlefanz steht. Einfach so einen geilen Lacken-Spoiler drauf und ich bin eigentlich schon fast glücklich. Geh mal zum Bunker, gucken, was da abgeht. Jetzt müssen wir nur noch die Zeit von 0 auf 160 runterkriegen und dann bin ich zufrieden. Ich meine, ich hätte den Kompressor einbauen können, aber das wären wirklich nur 4000stel oder was gewesen, also... Wozu? Hätte mich sogar 100 mehr gekostet. Alter, sieh dir das an. Du hast viel zu lernen, junger Grashüpfer. Wie hast du mich bemerkt, Mann? Ich dachte, du meditierst. Das war Visualisierung. Meditation hilft dir, präsenter zu sein, Spikey. Und nicht total abzudriften. Du machst das bestimmt auf dem Auto, da bin ich sicher. Ja, genau. Was soll das heißen, hm? Man setzt sich nicht auf eine Matte und wird präsent, wenn's losgeht, Mann. Nein? Nein, man ist aufgekratzt. Zieht sich Musik rein oder so. Aufgekratzt? Okay. Nimm das mal. Okay, du bist schon halb da. Mhm. Du kennst doch Ken Block, oder? Ach, schon wieder Ken Block, Mann. Unfassbarer Typ. Der macht echt krasse Videos. Gymkhana-Videos. Haben über 100 Millionen Hits. Das ist fast wie ein Actionfilm, außer dass es echt ist, verstehst du? Hier, du kennst das bestimmt schon. Aber er hat immer was Neues. Ah, ich schick dir den Link. Nimm es als Inspiration. Dann trennen wir die Männer von den Jungs. Yeah, komm. Fester Handgriff, Mann. Pussy. Armer kleiner Ficht. Hey, ich hab den Typen von dir erzählt. Jetzt wollen sie wissen, wo du bist. Lass mich nicht dumm dastehen, Mann. Oh, wie schnell wir auf 100 sind und auf 160 ist auch nicht zu verachten. Boah, das nenne ich mal Speed. Komm auch viel besser jetzt um die Kurve, weil ich so viel Speed aufbauen kann. Boah, das ist geil. Was haben wir denn hier? Drift Train, ne? Ich will das noch nicht machen. Dieses kleine Sprintrennen gehört jetzt mir. Keine Niederlage. Okay, schauen wir mal rein. Du